immens wichtig. Sicherlich sind wir noch nicht durch, ganz sicher nicht mit einem 1-0, aber eigentlich war das schon so ein bisschen das Ergebnis, das wir uns auch vorher ausgemalt hatten. Wir haben eigentlich, heute war das Allerwichtigste, kein Gegentor zu kassieren, das haben wir geschafft. Und wir waren uns eigentlich sicher, dass wir irgendwann im Spiel eins machen. Umso glücklicher für uns natürlich, dass es durch einen Elfmeter passiert. Alles in allem, glaube ich, ein verdienter Sieg, aber wie so ein Relegationsspiel ist. Ich meine, wir sind nicht umsonst Drittletzter geworden, dass da jetzt jemand gedacht hätte, wir spielen Braunschweig an die Wand. Der irrt sich. Das hat schon seine Gründe und müssen jetzt einfach beißen, weitermachen, genauso spielen im Rückspiel und dann haben wir es geschafft. Es ist gut, dass wir gewonnen haben. Es ist gut, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Es ist nicht gut, dass es nur 1-0 ist. Er hätte gerne mit 2 oder 3-0 gewonnen. Das ist wenig. Ja, ist keine perfekte Ausgangslage, aber ich denke, wir haben kein Gegentor kassiert. Das Spiel erstmal gewonnen. Bei aller Brisanz und Bedeutung dieses Spiels, denke ich, können wir damit schon ganz gut leben. Weil wir auch davon überzeugt sind, dass wir in Braunschweig auf jeden Fall ein Tor erzielen werden. Und dann müssen die Braunschweiger uns auch erstmal Schaden zufügen. Wir haben das heute sehr gut verteidigt. Hätten in der ersten Halbzeit vielleicht noch das 2-0 erzielen müssen. Aber ja, leider ist es nicht so. Wir haben gut gekämpft und diesmal stand die 0. Das ist auch sehr wichtig. Ja, ich denke, das Ergebnis ist okay. Natürlich wäre ein 2-0 besser gewesen. Aber ja, ich denke, es geht in Ordnung. Und jetzt heißt es, am Montag nochmal Gas zu geben. Das wird, denke ich, nochmal ein Stück schwieriger, wenn die Braunschweiger zu Hause spielen. Und deswegen müssen wir uns jetzt nochmal gut vorbereiten. Ja, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben und hochverdient 1-0 gewonnen haben. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr Entschlossenheit Richtung zweites Tor legen können. Und ja, dann kann man das Ergebnis noch deutlicher gestalten. Aber unterm Strich haben wir das Spiel hochverdient 1-0 gewonnen. Und ja, wir werden genauso versuchen, am Montag auch wieder das Spiel zu gewinnen. Ja, ich glaube, wir können zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Natürlich waren 2 oder 3-0 noch besser gewesen oder klarer gewesen für uns. Aber ich glaube, es war wichtig, dass wir heute die Null standen, damit Braunschweig kein Auswärtstor hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt da auf ein Tor machen können, dann wäre es gut für uns. Ja gut, wenn wir das heute nicht gezeigt hätten, dann können wir gleich aufhören. Also müssen schon auch die Grundprinzipien des Fußballs auch machen. Das haben wir auch getan in den letzten Wochen. Das hat nichts damit zu tun, beispielsweise das Tor mit in Hamburg hat nichts mit Einsatz zu tun. Das ist einfach ein Mix aus ganz vielem. Und dieses Viele haben wir versucht heute zu vermeiden, indem wir einfach höchst konzentriert sind gegen den Ball. Das haben wir, glaube ich, geschafft. In der ersten Halbzeit hatten sie eine riesen Kopfballchance. Und dann ganz am Ende noch einen Schuss von 40 Metern irgendwie durchs Gewühl. Das war's. Von der Seite, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Nach vorne brauche ich nicht sagen, dass es natürlich noch viel mehr gibt. Aber wie gesagt, deswegen sind wir in der Situation. Und ich glaube, mit unserem Fans im Rücken haben wir jetzt ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel. Ja, das wurde auch Zeit auch natürlich. Ja. Wir haben natürlich viele Spiele, Momente geschlafen. Und ich habe das diese Woche auch gesagt in der Presse. Leverkusen, Berlin, Hamburg, zu Hause Freiburg, einfach die Punkte abgegeben. Weil wir Momente geschlafen haben. Und das muss raus. Und das ist auch Grund, dass wir jetzt noch spielen müssen. Und ja, die Mannschaft zeigt heute, dass sie es verstanden haben. Heute war kein Schlafmoment dabei, waren wirklich drauf. Nur es wäre schön gewesen, noch ein Tor geschossen zu haben. Ja klar, wir wussten, was auf dem Spiel steht. Und wir haben uns vorgenommen, so wie gegen Hamburg ähnlich zu starten, aber das dann über 90 Minuten durchzuziehen. Weil auch dann in den letzten Minuten noch immer das Spiel kippen kann. Wir haben das selber erlebt. Und heute ist uns das schon besser gelungen. Es war immer noch nicht alles optimal, aber wir sind auf einem sehr guten Weg und müssen jetzt das Rückspiel einfach auch positiv angehen. Ja, ich glaube, das ist das eine, aber ich denke auch, wir dürfen unsere Fans heute nicht vergessen. Es war wieder phänomenal, was wir heute gemacht haben. 90 Minuten nach vorne gepeitscht. Ich glaube, da läuft sich der eine oder andere Meter viel, viel einfacher. Und ich glaube, wir sollten jetzt nochmal alle nach Braunschweig und dann nochmal richtig Vollgas geben, 95 Minuten oder von mir aus auch 100 Minuten, solange wir nachspielen lassen, um das dann auch endgültig zu schaffen. Ja, ich denke, dass wir das alles drumherum gut angenommen haben, das Spiel angenommen haben. Die Braunschweiger waren sehr aggressiv, da muss man auch erstmal gegenhalten. Ja, ich denke, wir haben uns gut vorbereitet und auch wenig zugelassen. Nach vorne in der zweiten Halbzeit noch mal ein, zwei Chancen gehabt, wo wir noch mal 2-3-0 machen hätten können. Und ja, es ist beim 1-0 geblieben und deswegen müssen wir jetzt damit leben. Ja, ich denke, dass es sehr wichtig war, dass wir vor allem defensiv gut gestanden sind und auch zum Beispiel die letzten 10 Minuten keine Chancen mehr zugelassen haben. Wir haben die Kontrolle eigentlich nie verloren. Ich glaube, das war
das ist das, was wir natürlich gelernt haben auch vom Hamburg-Spiel, dass es nie mehr passieren darf. Und ich glaube, nach vorne geht es immer noch besser. Aber ja, letztendlich, glaube ich, sind wir zufrieden mit einem 1-0. Und müssen wir es natürlich, ja, jetzt sind wir sehr konzentriert auf das Spiel am Montag schon. Und wie gesagt, wenn wir da einmal ein Tor machen, dann haben wir ein Auswärtstor, dann wäre es gut für uns, denke ich. Wir haben uns oben auf der Tribüne gefragt, ob du heute Nacht eventuell in einer Eistonne geschlafen hast, weil du so abgebrüht, eiskalt hinten alles weggemacht hast. Hast du es auch so gefühlt? Hast du heute Nacht in einer Eistonne gepennt? Nee, aber danke, dass Sie das so sehen. Nee, aber darum geht es nicht. Wir wollen als Mannschaft eine ordentliche Leistung auf den Platz bringen und konsequent spielen. Wie gesagt, es ist uns über weite Strecken gelungen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Konsequenz aufs zweite und dritte Tor können wir das Ergebnis klarer gestalten. Aber wie gesagt, wir spielen am Montag wieder, geht es bei 0-0 los. Und auch dieses Spiel wollen wir gewinnen. Und wir werden uns dementsprechend vorbereiten, um das umzusetzen. Wir haben uns gefeiert, wie man es nach einem Sieg tut. Ich glaube, auch unsere Fans wissen, dass es noch nicht gegessen ist, aber dass wir auf einem guten Weg sind und dass wir unser Ziel heute erreicht haben, Zwischenziel. Und darüber sind wir jetzt glücklich und jetzt müssen wir 3 Tage regenerieren und dann am Montag nochmal alles, was wir haben, raushauen. Und dann haben wir das klitzekleinste Ziel, das wir irgendwie noch hatten, geschafft. Und dafür brauchen wir aber noch 90 ganz konzentrierte Minuten. Ja, die haben uns auch wieder super unterstützt. Ich denke, es ist nicht leicht. Nicht nur wir, sondern auch die Fans hier, die ganzen Menschen in der Stadt hatten andere Ambitionen, andere Ziele und dass sie jetzt diese Situation trotzdem so nehmen, wie es ist und auch noch in so einem Derby, haben sie super uns unterstützt und wir haben ihnen heute leider nur ein Tor ermöglicht, aber wir sind trotzdem 100% davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall die Relegation schaffen und dann die Klasse halten. Ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Versuchen einfach im Rückspiel nochmal so eine konzentrierte Leistung abzurufen und Vollgas ergeben in Braunschweig und dann werden wir das schaffen. Ja, die Unterstützung war natürlich sehr gut, wie in den letzten Wochen auch. Vor allem, wenn es so ein Derby ist. Ich fand es gut, dass sie uns so gepusht haben. Und am Montag wollen sie natürlich auch nochmal was sehen, wir auch selbst von uns. Und deswegen müssen wir nochmal Gas geben. Ja, die Begeisterung war ja kaum zu übersehen, auch schon vor dem Spiel. Als wir eine Stunde 15 vor dem Spiel ankamen, war ja der Block schon fast voll. Und ja, von der ersten bis der letzten Minute war das schon herausragend. Und ja, das ist natürlich gibt einem ein gutes Gefühl als Spieler, definitiv. Und ich gehe stark davon aus, dass das nicht minder sein wird am Montag. Ja, das war natürlich definitiv unser letztes Heimspiel dieser Saison. Also ich glaube, wir müssen die Fans absolut nochmal bedanken für die Unterstützung das ganze Jahr. Auch wenn es nicht so gut lief, standen die immer hinter uns und das ist einfach unglaublich. Das habe ich selber auch noch nie erlebt. Das ist, wenn es nicht gut geht, wie die uns angefeuert haben, jedes Spiel, das war sensationell. Und natürlich, ja, für dieses Spiel haben die uns auch erklärt, wie wichtig das ist für den und für den ganzen Verein. Also dass die Spieler sind schon da darauf vorbereitet, um die beiden Spieler gut nach Hause zu bringen. Ich habe immer wieder gesagt, wir sind eine der besseren Bundesliga-Mannschaften, fußballerisch. Aber es muss verbunden werden mit Kampfgeist. Das war heute da. Und wenn wir das am Montag wieder abrufen, ja, dann bin ich komplett überzeugt, dass wir das schaffen. Aber wir müssen es wieder abrufen und wir können uns keine Schlafmomente erlauben.